Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge sind wir ja der Dr. Olga ein wenig mehr auf die Schliche gekommen. Und jetzt sehen wir uns mal ein bisschen an ihrem PC um. Aha, E-Mails. Boah. Kann man aber schlecht lesen. Olga, ich habe die Bestätigung, dass die Amerikanerin eine Umstürzlerin ist. Was ist denn eine Umstürzlerin ist? Sie ist von Natur aus hysterisch und hat es sich in den Kopf gesetzt, einen irren Alten auf eine Insel zu begleiten, die dieser sich einbildet. Okay. Auf dem Weg dorthin hat sie den Behörden erhebliche Ärgernisse bereitet und sich zu allen Überfluss auch noch mit diesen schmarotzerischen Yukol verbündet. So wie es scheint, hält Onkel Sam sie allerdings für einigermaßen wichtig. Das ist eine gute Gelegenheit, sie loszuwerden, wenn ich in Valsimbor ankomme. Oha. Werden meine Männer sie verhaften und sie den Behörden ihres Landes ausliefern. Passen sie bis dahin gut auf sich auf. Aha. Kann man das auch anklicken? Leider nicht. Also der Oberst hat ihr das... Doch, Moment. Beim ersten ging es jetzt? Nein, ich will den zweiten. So. Okay, gute Idee, Oberst. Gestern schrieb Olga, Oberst, ich habe den Bericht der Kommission bezüglich der Klinikverwaltung erhalten und bei allem Respekt für unsere Genossen Kommissare glaube ich, dass es ein Fehler wäre, Samyatin zu feuern und mir seine Stelle zu geben. Sicher, er verlässt sein Büro kaum noch und delegiert alle Verantwortung an mich, aber seine Unterschrift taucht unten auf jedem Dokument auf, selbst auf denen, die meine Experimente betreffen. Daher finde ich, es wäre besser, ihn hinter seinen Schreibtisch zu belassen. Er ist der perfekte Strohmann. Ich empfehle mich, Dr. Olga Yefimowa. Okay. Dann, sehr geehrte Frau Dr. Yefimowa, mein Name ist Nick, glaube ich, Kantin und ohne angeben zu wollen, bin ich doch als der beste Privatdetektiv an der Ostküste der USA angesehen. Ich kontaktiere Sie wegen eines Telefongesprächs, das Sie mit meinen Klienten der Anwaltskanzlei Maaßen und Lormont geführt haben. Wie vereinbart komme ich in den nächsten Tagen an, um die Bedingungen des Vertrages zu erfüllen, den Sie mit der Kanzlei bezüglich der Auslieferung von Kate Walker eingegangen sind. Auslieferung, okay, vielleicht ist es doch keine Unterstützung. Ein Punkt bereitete mir jedoch Kopfzerbrechen. Stimmt es, dass Miss Walker von einer Art örtlicher Miliz verhaftet werden muss? Ich würde gerne im Laufe des heutigen Tages eine Videokonferenz mit Ihnen abhalten, um diesen Punkt zu klären und ein paar letzte Details bezüglich meiner Ankunft zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Nick Kantin. Und das hier. Heute schrieb Helmut, Dr. Yefimowa. Gemäß Ihrer Empfehlung habe ich Patienten Nummer 10, also mich, die Amerikanerin Kate Walker, ja, der psychiatrischen Standardbefragung unterzogen. Ach, das war dieser bekloppte Möchtegern-Arzt da. Obwohl sie auf den ersten Blick überzeugend wirkte, wies die Patientin doch alle typischen Symptome der Neigung zur Anarchie auf, die in ihr fehlgeleiteten Heimat so verbreitet ist. Schlimmer noch, es stellte sich heraus, dass sie sich völlig der Sache der Yukol-Nomaden verschrieben hat und offensichtlich beabsichtigt sie, in unseren geliebten Regionen weiter Unruhe zu stiften. Daher empfehle ich, ihre Bewegungsfreiheit und ihre Interaktion mit anderen Patienten einzuschränken, die sie ansonsten ermutigen könnte, ebenfalls für den jungen Nomaden zu agitieren. Bis ich ihre Antwort erhalte, lasse ich das mechanische Bett vorsorglich schon entsprechend für die Patientin einstellen. Eieiei. Ergebens Dr. Helmut Mangüling, Psychiater. Ja, hallo, möchte gern Psychiater. Ich wollte Sie nochmals wegen... Kate Walker, sind Sie das wirklich? Was für ein Zufall. Ich habe Sie seit Wochen gesucht. Oh, Mr. Kenton, nehme ich an. Ah, ich sehe, mein Ruf eilt mir voraus. Miss Yefimowa muss Ihnen gesagt haben, dass ich komme. Nein, ich habe gerade erst von Ihrer Existenz erfahren, Mr. Kenton. Vor einiger Zeit informierte mich mein Arbeitgeber in New York, dass er einen Detektiv auf mich ansetzen würde. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin der beste Detektiv an der Ostküste. Mit mir fahren Sie immer gut. Ich wurde beauftragt, Sie heil und sicher nach Hause zu bringen, Miss Walker. Ich sollte in ein paar Stunden in Valsimbor ankommen. Ich
Ich brauche keinen Märchenprinzen, genau. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Mr. Kenton. Ich bin sicher, es war nicht leicht, mich zu finden. Oh mein Gott, Sie haben ja keine Ahnung. Ich fürchte, das wird Sie verärgern, aber ich habe momentan nicht vor, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, Mr. Kenton. Um ehrlich zu sein, haben Sie keine Wahl. Sie werden vom amerikanischen Justizministerium gesucht und ich habe sogar einen internationalen Haftbefehl für Sie, Miss Walker. Wer hätte das gedacht? Das FBI sucht nach mir? Was wird mir denn zur Last gelegt, wissen Sie das? Ich habe doch nichts getan. Veruntreuung. Offenbar haben Sie sich mit dem Vertrag für den Verkauf der Spielzeugautomatenfabrik der Vorarlbergs davongemacht. Und Sie haben sogar die Senilität der Verkäufer ausgenutzt. Sie werden sogar verdächtigt, für den Tod einer der beiden verantwortlich zu sein. Eines Hans Vorarlberg, des letzten Erben, der berechtigt war, Verträge mit dem von Ihnen vertretenen Unternehmen zu unterzeichnen. Das ist wahrlich keine kleine Sache, Miss Walker. Das ist absolut lächerlich. Und soweit ich weiß, sind Sie nicht befugt, das Justizministerium in diesem Land zu vertreten. Also sind Sie nur ein Detektiv. Sie müssen damit leben, Mr. Kenton. Ich gehe nicht mit Ihnen zurück nach New York. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Halt, Miss Walker. Bitte seien Sie vernünftig. Wiedersehen, Mr. Kenton. Okay, also wie schon vermutet, er wird mir nicht wirklich dienlich sein, beziehungsweise mir nicht wirklich helfen. Ja, achso, ziehen, okay. Was haben wir denn hier? Vier Steine. Die ich drehen kann. Oh, okay. Moment, da muss ich mal eben zurückgehen. Ich meine, ich habe hier nämlich rechts irgendwas gesehen. Nee, das war aber nur das Schwert. Das ist unten rot. Oh Gott. Das ist aber jetzt mal ein richtig großes Rätsel. Kann das sein? Was soll denn da rumkommen? Das kann ich nicht ziehen. So kann ich das nicht ziehen. Ich kann nur das ziehen. Das wird dann auch nur unten gedreht. Aber ich kann es nicht wirklich weit drehen. Ich kann es nur so ein bisschen drehen. Das ist natürlich blöd. Ach so, Moment. Ah, okay. Das muss man aufmachen. Ich habe noch keine Ahnung, was da jetzt rein soll. Das ist jetzt mein Problem. Muss da jetzt dreimal das Gleiche rein, oder? Der dreht das auch nicht so, wie ich das haben möchte. Wenn ich das mittig loslasse, doch jetzt lässt er das. Ist mein Mauszeiger wieder weg? Hallo? Ja. Rausgehen konnte ich, aber den Mauszeiger durfte ich jetzt nicht mehr bewegen. Okay, das sieht mir schon mal sehr stimmig aus. Das nicht. Huh. Habe ich mich gerade erschrocken. Ah, okay. Grün, blau, blau, rot, rot. Grün, blau, blau, rot, rot. Okay. Grün. Blau, blau. Rot. Rot. Es ist rot. Boah, was für ein Geheimversteck. Okay. Gut. Was ist. Ah, stopp. Was ist das? Ach, schon wieder ein Aufzug. Okay. Aber es sind wirklich mal Rätsel, die Spaß machen. Also, wo man jetzt nicht irgendwie irre lange suchen muss oder so oder jetzt drüber nachdenken muss, weil das ist ja immer ziemlich ätzend. Hier kann ich wirklich nichts. Das sind so alte Katakomben, so wie das aussieht. Wie reizend. Ja, alte Katakomben, aber sehr, sehr eng hier alles gemacht. Gehen wir mal da durch. Schnell. Ja, Dr. Jefimova. Ich tue, was ich kann. Wirst du wohl endlich aufgehen, blöder Zapfhahn?
geschafft. Das sollte diesen Jukol-Abschaum überzeugen, ihr Lager abzubrechen und dorthin zurückzukehren, wo sie herkommen. Los, Helmut, halten wir uns hier nicht länger auf. Ja, natürlich, Dr. Jefimova. Warum musste Helmut heißen? So heißt mein Opa. Oder hieß mein Opa. Kommt da jetzt Öl ins Trinkwasser oder so? Gelangen Sie über den Wasserlauf zu den Jukol. Da hinten können wir rum, wenn ich das richtig sehe. Das erinnert mich so ein bisschen an Loom. Da konnte man auch so einen Weg rum. Nein. Ich wollte das eigentlich noch zumachen. Darf ich das denn nicht zumachen hier? Also wenn ich das richtig sehe, verunreinigen die jetzt hier das Wasser mit irgendwelchen Öl oder Teer oder so, keine Ahnung. Salzsäure. Ja, das bringt mich jetzt natürlich auch nicht weiter. Ja, das bringt mich wirklich nicht weit. Achso, Moment. Klemmt der? Keine Chance. Das ist nicht richtig. Also scheinbar müssen wir hier irgendwas machen. Ich möchte das aber ohne was benutzen. Ist hier sonst nichts? Okay, das könnte jetzt in der Tat etwas schwieriger werden. Moment, halt. Das steckt fest. Mist. Kann ich das Schiff nehmen? Ja, anscheinend ja. Ich aber nicht. Ich muss da immer was mit benutzen. Wieso? Versuchen wir etwas anderes. Nichts. Es funktioniert nicht. Ich will nichts benutzen. Ich will das Ding einfach nur lösen. Tja. Das ist dumm. Warum kann man das nicht bewegen? Das ist nicht richtig. Ja, weiß ich doch auch. Also ich hätte einfach die Kette abgemacht und wäre dann in das Boot reingegangen. Aber das scheint sie irgendwie intelligenzmäßig nicht hinzubekommen. Hier auf der Seite noch irgendwas machen.
auch nichts. Hier waren wir noch nicht, oder? Ah, da ist noch was. Nimm es doch. Leere Benzinkanister. Ah, das ist schon mal gut. Es kann sein, dass wir vielleicht später Benzin brauchen. Oder muss ich das Ganze irgendwie ölen? Nein, du sollst dahin, wo ich geklickt habe. Danke. Das steckt fest. Ja, ist mir schon klar. Nimm jetzt mal dein Inventar. Oh. Das steckt fest. Wir können doch jetzt nicht die Salzsäure in den Kanister reintun, oder? Gehen wir mal aus. Okay, anscheinend schon. Ich denke, das ist Säure. Okay. Ja. Achso, ich kann das gar nicht damit benutzen. Das ist aber doof. Kann ich das am Boot benutzen? Das wäre doch bescheuert, oder? Geh mal dahin. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überfragt, weil es hieß ja, da ist Salzsäure drin. Aber warum sollte ich das jetzt hier mit Salzsäure wegätzen? Das ist jetzt so ein bisschen, naja. Aber jetzt ist es ein... Okay, es funktioniert doch. So hat die das nicht einfach abgehoben. Genau, als ob das Boot so landen würde. Okay, also, ich hoffe, mich spricht jetzt keiner an. Ups, ich wollte mich nicht bewegen. Weil, ich würde sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Die sehen mich schon alle an, als ob ich hier ein Gespenst wäre oder so. Ich kann jetzt mit denen reden. Die wuseln ja alle um mich rum.
Ja, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, dass die Zwischenszenen, also diese Videos, so grottenschlecht von der Grafik her sind. Aber das Spiel richtig, richtig gut ist. Also auch so diese Sequenzen im Spiel, wenn die miteinander sprechen, die sind richtig gut von der Qualität her. Nur die Videos irgendwie nicht. Ich denke mal, dass das vielleicht überarbeitet worden ist. Ich bin mir da nicht sicher. Dass aber nur das Spiel überarbeitet worden ist und nicht die Sequenzen, die ja auch ja, dann überarbeitet werden sollten bei so einer Sache. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, mache ich hier mal einen kleinen Cut mit dieser schönen Ausblick auf dieses Völkchen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.